Ich heiße Magdalena Lammer. Ich studiere im ersten Semester des Masterstudiums an der Pädagogischen Hochschule und ich habe mich für das Konzept School Adoption beworben, da mich vor allem die komprimierte Praxiswoche sehr interessiert hat, da ich finde, dass man dadurch das Schulleben als Lehrperson ideal nachempfinden kann. Ich bin die Maya. Ich bin der Lennox. Und wir sind aus der 4a von der PVS. Und wir hatten diese Woche nicht unsere ganz normalen Lehrer, die wir immer haben, sondern eine Studentin. Also die Schlüsselübergabe war wirklich so, da hat man jetzt die Verantwortung. Wir übernehmen jetzt die Klasse und das ist jetzt unsere Woche und wir sind verantwortlich für jeden Bereich. Das Modell Schuladoption, so würde ich das nämlich gerne nennen, kommt aus Norwegen, wurde dann in Deutschland das erste Mal ausprobiert. Und wir sind jetzt in Österreich die erste pädagogische Hochschule, die dieses Modell auch durchführt. Das Spannendste ist, dass Studierende die Verantwortung übernehmen müssen und wirklich sehen, was an so einem Lehrerjob wirklich alles dranhängt. Solange sie noch Mentoren im Hintergrund haben oder die Klassenlehrkräfte noch da sind, laufen sie so mit und übernehmen schon Aufgaben und bereiten auch schon Unterricht vor, aber sie haben nicht die Verantwortung, dass sie wirklich Lernprozesse voranbringen müssen und Schüler wirklich gut kennen müssen. Auch das Co-Teaching funktioniert sehr gut. Ich komme sehr gut aus mit meiner Praxispartnerin und wir sind einfach ein eingespieltes Team. Wir wissen, wie wir das organisieren können. Und da haben wir uns so schön vorhin alles gut aufgeteilt. Wir werden sehr viel experimentieren. Mein Schwerpunkt ist nämlich Sachunterricht. Und da haben wir sehr viel geplant mit den Kindern. Und darauf freue ich mich schon sehr. Das wird sicher sehr spannend. Das war sehr gut, dass die Studierenden, die Masterstudierenden bereits im Wintersemester in der Klasse, wo sie jetzt unterrichten, hospitieren konnten, mitarbeiten konnten. Und das ist eine ganz wichtige Zeit, weil man kann nicht dann eine Woche unterrichten, ohne die Schüler und Schülerinnen näher kennengelernt zu haben. Wesentlich für das Gelingen dieser Woche, dieser School Adoption Woche, war natürlich die intensive Vorbereitungszeit im Wintersemester. Die besteht aus dem Co-Planning, das heißt, da wird gemeinsam Praxislehrperson und Studierende der Unterricht geplant und dem Co-Teaching, das heißt, da wird im Team gemeinsam unterrichtet. Das war uns auch ganz wichtig, dass genau dieses Modell von Studierenden ausprobiert wird oder umgesetzt wird, die schon sehr viel Erfahrung haben, die viel Wissen haben, die Kompetenzen haben. Sehr überrascht bin ich davon, dass Studierende im Nachhinein es eher kritischer sehen, ob sie mit dem Job gut zurechtkommen. Ich glaube, sie sind in dieser Woche schon sehr hoch gefordert und gehen eher kritischer an ihre Zukunft. Wir haben wirklich auch ein eigenes Programm für die Lehrer und Lehrerinnen, die ja nicht in der Klasse sind. Das heißt, wir treffen uns jeden Tag und arbeiten da verschiedene Dinge aus. Das ist Zeit, die wir gut nützen können. Das geht über verschiedene Fortbildungen oder auch, dass wir eben an unseren Schulentwicklungen weiterarbeiten. Und das finde ich also sehr, sehr positiv. Für die Uni ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch zu sehen, wo müssen wir vielleicht weiter forschen oder was müssen wir für uns in die Lehrerausbildung aufnehmen, damit wir Studierende gut auf diesen Beruf vorbereiten. In Musik haben wir ein Regenschirm-Regenlied gesungen und jetzt Klavier gespielt und das war sehr schön. Und wir haben in Deutsch die Mehrzahl von den vier Fällen gemacht. Und in Sport haben wir Staffellauf und Schere, Stein, Papier gespielt. In Sachunterricht haben wir einen Steckbrief schreiben müssen über verschiedene Tiere. Ja, und es war eine sehr coole Woche. Was bringt das gesamte Projekt? Es zeigt, dass Lehrpersonen in ihrem ganzen Leben eigentlich Lernende sind. Und das soll auch so zum Ausdruck bringen, dass einerseits die Studierenden Lernende in dieser School Adoption Week sind und andererseits die Lehrpersonen selbst sich fort- und weiterbilden. Und ich denke, das ist auch ein gutes Beispiel, einfach auf den Beruf hinzuweisen, dass ich da nie ausgelernt habe. Insofern trägt diese Woche auch zu diesem Motto einfach bei.